Wieder einmal Rezzo bzw. Renzo. Zerstörung der CDU 2.0. Kanzlerduell auf YouTube mit Rezzo-Fragezeichen. Von diesem Video habe ich gestern erfahren und habe es mir auch komplett angeschaut. Mein Chapeau vor Renzo und seinem Team, wie die Connections da scheinbar sind und was da alles geplant war bzw. ich hoffe ist, weil jetzt spreche ich meinen Wunsch aus. Ich hoffe, dass Renzo bzw. Rezzo es trotzdem irgendwie so durchführen wird. Und wenn es nur Anführungszeichen mit den Grünen ist oder sonstigen Parteien, dass man der CDU nicht so viel Macht gibt. Daher mein Wunsch, bitte setzt sowas auf die Art und Weise um, auch wenn es nicht mit allen oder mit beiden Parteien ist, die sich zum diesjährigen Bundestagswahl aufstellen lassen.